Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf dem Weg auf die Jagd nach dem Ticket. Und heute für das Spiel Raid Shadow Legends. Ich werde es mal starten. Ich habe schon heruntergeladen, meinen alten Account wieder gefunden. Und jetzt warte ich nur noch, wenn es losgeht. Ja. Oder irgendwie so ähnlich. Müde bin ich. Gerade aufgestanden. 7 Uhr und draußen ist es dunkel. Richtig dunkel. Wie Mitternachts. Gut. Und da sind wir. Werbung. Werbung. Wie viel Werbung? Ach nee. Zum Laden. 17 Stunden. Noch 2 Tage. Fertig? Fertig. Gut. Da ist auch ein Download nebenbei, kein Problem. Wir suchen erstmal alles zusammen. Voll. Schlüssel kann ich nehmen. Dann wird das wahrscheinlich gerade noch downgeloadet. Ist ja gleich fertig. Ergebnis. So, ich habe mich seit mehreren Monaten mal wieder hier eingeloggt. Gibt es hier denn keine Geschenke irgendwie? Als wieder Zurückkehrer? Ist ja bei sehr vielen Spielen, dann kriegst du sehr viel, viel, sehr viel, viel. Ja, sehr viele Mats. Aber hier anscheinend nicht. Gratis. Das nehmen wir natürlich. Das ist ja normal. Da müssen wir uns halt so durchschlagen. Champions. Ich war ja dabei, alle Charaktere hoch zu leveln. Und das dauert ein bisschen lange. Gut, da fahre ich jetzt an mit den Dailies. Er ist auch fertig mit dem Download. Wo war die Missionen? Tägliche Missionen. Kämpfe 5-mal in einer Klassik-Arena. Los. Hier haben wir jetzt. Guck mal den hier. Stärke 900. Sind alle 900 stark? Der ist auch stärker wie 900.
Mal diese Werbung hier. So. Zeig doch, 3000. Auto. Doppelte Geschwindigkeit. Dumm, dumm. Nein, der war stärker. Und der ist auch stärker. Der ist auch stärker. 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 Ach, bei der habe ich doch gerade gehabt. Stärker. 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 Jetzt kommt der hier. Stärker. Und jetzt der goldene. Boah, viel stärker. Und der ist ein bisschen stärker. Den könnte ich vielleicht probieren. Überlegen wir mal kurz. 1-2 Sekunden. Ja, komm, wir greifen den an. Automatik rein. Okay, der erste bei denen ist down. Der erste bei mir ist auch down. Ah, verloren. Schon wieder. 2-2 jetzt, oder? Okay. Jetzt gewinne ich. Jawohl. Ja. Ich habe gewonnen. Hätte ich eigentlich nicht so gedacht. Ich dachte schon, ich verliere. Habe ich glaube ich auch gesagt gehabt. Aber ich habe gewonnen. Hahaha. Gratis erneut. In 3 Minuten. Fast 4 Minuten. Dann machen wir erstmal eine andere Quest zuerst. Ah, beschwöre Champions, 3 Stück. Kein legendären? Ach Mensch, das kann doch nicht sein hier. Beschwöre den. Der nächste Beschwörer. Okay, und einen grünen beschwören. Ach, nicht 10. Oder? Machen wir 10. Ich habe da ja 364 von. Alle habe ich. Außer bei der weiß ich jetzt nicht, ob ich die auch habe. Elfenwächterin. Ah, die anderen habe ich alle. Das weiß ich. Das weiß ich. Gut. Dann haben wir jetzt unsere 3 Leute oder 12 Leute beschworen. Verwenden Energie.
steigere das Level in der Taverne dreimal. Haben wir. Ich wollte nach der hier schauen. Fraktionen. Hey, die habe ich nicht. Doch, die habe ich da, klar. So eine Mist. Dann wieder nach Level. Dann machen wir Aufstieg. Aufstieg. Nein. Level nicht. Fähigkeiten. Ach, die habe ich doch beschworen. Da, gerade beschworen. Opfern. Den habe ich auch gerade beschworen. Opfern. Haben wir noch hier welche, die geopfert werden wollen? Ja, die Frau. Das war glaube ich meine Startkämpferin, mit der habe ich angefangen. Warte mal, ist das bei denen überhaupt richtig? Ah. Taverne. Das war der eine Hayopai. Ich glaube, die sollte ich mal nach Namen sortieren. Geht nicht. Nach Level, nach Fraktion, nach Elementen. Mal wieder nach Fraktion rein. Da. Da ist das eine. Ja gut, passt ja. Fähigkeiten. Ah, jetzt kriege ich den nicht mehr. Gut. Den 12er. Die brauche ich nicht. Erstmal den hier. Der hat genug. Kann ich immer noch verbessern. Ah, geht nicht mehr.
Wir wollen die ein bisschen stärker machen. Sind wir bei den hier bei den Nachtelfen. Noch geht's, ich habe nicht ganz so viele Charaktere. Später, wenn man viele Charaktere hat, wird es ja unübersichtlich dann. Den muss ich später opfern, also muss ich ihn hochleveln. Und dann kann ich. Ist das nur ein Grüner? 14er. 12. Der ist episch. Den werde ich hochleveln. Die beiden kann ich hochleveln und später opfern, dass zum Beispiel so ein Grauer dann grün wird. Aber erstmal nehmen wir den hier. Leveln. Dann nehme ich jetzt das Essen für oder das Bier. Lassen wir erstmal 10. 9. Nein, 9 nicht. Dann machen wir 10. 14. Gut, dann haben wir die Quest jetzt auch fertig. Verwende 50 Energie, okay, machen wir gleich. Versuche viermal Artefakte und Schmuck zu verbessern. Bei der habe ich angefangen auf 12. Bei der wollte ich dann weitermachen auf 12. Ja, alles auf 12. Verbessern. So. Und noch einmal. Gut. Nächste auf 8 gemacht. Kauf ein Gegenstand in den Markt. Da haben wir einmal den hier. Oder die hier. Und ja, ich kaufe mir mal gerne die Charaktere. Deswegen. Auch so, wenn es graue Charaktere sind, die hole ich mir nicht. Weil graue Charaktere, ich glaube, habe ich alle. Ich meine, ich habe sogar alle grauen Charaktere. Ich gewinne 7 Kampagnen. Okay, dann geht's jetzt los. 7 Kampagnen, wo bin ich? Bei 7 war ich stehen geblieben. Aua. Wir fangen mit 1 an. Warum ich mit 1 anfange ist, weil ich immer probiere, die hintersten Leute hoch zu leveln. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur wissen, ob ich die hier schon habe und die.
Dadurch müsste ich einmal im Filter die Fraktion reinmachen. Ich glaube, das eine war ein Blutelf und das andere war ein Barbar. Ja, okay, die habe ich schon. Und da ist der andere, habe ich auch schon. Okay. Dann mache ich jetzt nach Elementen sortieren. Dann fangen wir mal. Oder nehmen wir mal nach Rang erst. Nein, nicht den. Der Chef, der braucht eine Fähigkeit. Wo haben wir hier einen mit einer Fähigkeit? Fähigkeit. Was war das für ein Zeichen? War das die Fähigkeit? Der hat das auch. Nein, das oben war die Fähigkeit. Gut. Also, schauen wir mal. Fähigkeit. Fähigkeit. Da geht's los. Ich fange unten nach oben immer. Okay. Dann wird der zuerst da. Jetzt brauche ich keinen roten, jetzt brauche ich eine andere Farbe. Die Eins überspringen wir mal alle, weil ich die schon habe. Dann kommt jetzt der Zwerg dran. Und dann machen wir einmal starten. Automatik, doppelte Geschwindigkeit. Und sobald einer stirbt, werde ich die Runde immer wiederholen, bis er überlebt. Und das habe ich dann immer so lange gespielt, bis ich keine Energie mehr habe. Also sprich, ich habe mich nie weiterentwickelt, nur meine kleinen Charaktere weiterentwickelt. Damit die Kleinen auch stärker werden. So dauert das Spiel sehr, sehr viel länger. Also hat man später dann halt alle auf hohes Level. Man könnte es auch machen, man levelt einen hoch und zieht die anderen Kleinen hinterher. So wie ich das bei WoW auch gemacht habe. Hab einen erstmal hochgelevelt, mit denen dann das ganze Geld gemacht und so weiter und so fort. Gleich wenn ein neuer dazu kommt, wird sich das zeigt er das nicht wenn ein neuer dazu kommt, sondern wenn ich mit drei Charakteren angreifen kann, ist mein altes Dreierteam dort und die waren weg, dann muss ich wieder alles ändern. Aber so weit komme ich gar nicht. So, das Replay. Und nochmal Replay.
Also mein Zwerg ist schon ein bisschen stärker geworden, der ist auch schon Level 11, nicht mehr Level 10, wie er womit angefangen hat. Nochmal Replay. Wenn ihr die eine Quest fertig habt, dann kommt hier so ein Zeichen. Dann steht da, sind die Quest fertig. Und meine Quest ist hier 40 Energie zu verbrauchen und Mission hier abschließen. Aber er kommt schon weiter und der ist auch schon Level 16. Ja, er ist mal wieder hier gestorben. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool und sehr abwechslungsreich, weil man da so viele verschiedene Charaktere hat. Ja, okay, abwechslungsreich ist ja nicht, man hat nur halt viele verschiedene Charaktere, die man hochleveln kann, ausrüsten kann, die andere verschiedene Angriffe haben, also ist schon ein ganz cooles Spiel, gefällt mir. Ich habe es auch ziemlich lange gespielt gehabt. Ja, dann war mein Plus-Dex irgendwann mal wieder voll, da muss ich wieder alles runterhauen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mir das jetzt am Anfang runterlade, ist mein Plus-Dex schon wieder so voll, dass ich das nach einer Woche wieder löschen muss. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade mir die Spiele nicht mehr extra runter, die mir gefallen. Und warte halt immer so lange, bis sie wie jetzt drin vorkommen und dann spiele ich die so lange weiter, bis Bluestack wieder voll ist. Aber es muss auch schon wieder weit voll sein. Fehlt nicht mehr viel. Problem ist nur immer, so wie jetzt habe ich schon da einige Spiele, die mir wieder gefallen. Also das Spiel habe ich, was ich sehr viel spiele, Stellar Age. Okay, das ist das einzigste Spiel, was ich so noch runterlade. Stellar Age, Marvel Strike Force spiele ich sehr viel. Also sind alles solche Spiele hier, solche Rollenspiele. Was habe ich da noch? Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hero Wars spiele ich sehr viel zur Zeit. Das sind halt alles solche Rollenspiele hier. Und da beschwert sich meine Frau jetzt, weil es jetzt immer so lange dauert. Weil wenn ich die Spiele alle spiele und alle Dailies machen möchte, dann sitze ich da schon sehr lange dran. So für ein Spiel vielleicht halbe Stunde bis eine ganze Stunde. Und wie gesagt, das sind jetzt gerade, glaube ich, 5 Spiele, die ich spiele. Und das wären dann maximal 5 Stunden. Das ist viel. Ach, warum hast du nicht die Echse angegriffen? Mensch, warum gehen die immer auf die Schwachen?
Nein, geh auf die Echse. Ach Mensch. Oh, schon 17. Und so spiele ich das halt bis zum ersten Boss immer. Erstmal bis zum ersten Boss. Und meistens ist da auch meine Energie schon weg. Ach Mensch, Frau. Warum tötest du den armen kleinen Zwerg? Der ist doch viel kleiner als du. Aber ich denke mal, wenn er 30 ist, dann schaffe ich das. Also, in den nächsten paar Runden wird er 13 sein. Vielleicht zwei Runden. Vielleicht auch schon nach dieser Runde. Müsste ich mir am Ende gleich mal anschauen. Bei der EP-Leiste. Ah, jetzt könnte ich es doch schon. Nee, doch nicht. Doch. Ich schaffe es. Jawohl. Ach, der ist 13 geworden. Jetzt geht es weiter. 7 Kampagnen-Siege habe ich gemacht und 50 Energie. Ich spiele auch noch weiter bis zum Boss. Dann habe ich das erste Kapitel abgeschlossen. Muss nicht so mit dem drin aufhören. Ich finde das immer schlimm, wenn man so im ersten Kapitel oder so abbricht. Weil in ein Kapitel mit dem drin abbricht, ohne durchzuspielen. Wenn man nicht weiterkommt, ist was anderes, aber wenn man weiß, dass man das sowieso weiterkommt. Aber ich glaube, wenn ich das erste Kapitel durchspielen würde mit dem Bein, es würde ganz schön lange dauern durch den Zwerg, der stirbt ja immer wieder. Na gut, wir machen hier erstmal. Wir waren jetzt bei denen hier. Danach kamen noch 5, 6 und 7. Also nicht mehr allzu lang gewesen. Aber ich glaube, das würde sonst zu lange dauern, das Video. Und das wird ja auch langweilig, immer das Gleiche zu sehen. Dann müssen wir noch die Arena-Kämpfe machen. Arena-Kampf. Liste erneuern. Okay, angreifen. Automatik. Und der nächste. 7000. Ich hatte mal einen gehabt bei Arena, der stand nur mit einem da. Der hatte allerdings 40.000. Ich habe mir aber gedacht, der eine. Einen müsste ich doch kaputt machen. Da habe ich den angegriffen und ich glaube, da habe ich ihn 3 Runden fertig gemacht. Das war witzig. Habe ich auch nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Oh weia. Die haben auch viel Leben. Einer dauernd von mir. Ah, schon wieder dauernd.
Genau. Oh, nee. Das wird nichts. Verloren. Eine Niederlage. Das waren die hier. Schon fertig. Ich soll mein Artefakt verbessern. Hat er denn eins? Das war. Was war das für einer? Ein Salamander Man. Salamander Man. Hab ich doch gar nicht. Ein Barbar. Hab ich. Bei der hat den Ring. Nee, der hat keinen Ring. Hat die den Barbarenring? Nein, die hat den Heiligen. Heiligen Orden. Die hat den Orkring. Und ja, es gibt keinen Salamanderring. Barbaren-Artefakt ausrüsten. Ah, ich brauche 5 Sterne. Banner der Lords habe ich auch nichts. Untoten, der hat einen Ring. Untoten. Hab keinen zweiten. Hochelfen. Der Heilige Orden. Brauch 5 lilane Sterne. Sassassa. Untote, gab's nichts. Baba. Baba war nix. Dann war mit dem 5 Sternen, genau. Der Dunkelelf hat einen, der Baba. Zwerg, der hat einen. Dunkelelf habe ich nichts. Bannerlords haben wir gerade gehabt. Die haben nichts. Untote hat nichts. Achso, das geht ja auch gar nicht mehr. Mit 4 Sternen kann ich nur. Gut, 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 gut. Okay. Ja, das waren jetzt auch mein letzter Arena-Kampf für die Mission. Meine Tagesmission ist geschafft, einfordern. Und das war's für heute. Lass einen Champion einmal aufsteigen. Machen wir. Nachher. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.